Und seitdem der Lockdown begonnen hat, hat sich an dieser Reproduktionsrate nichts Wesentliches geändert. Sie schwankt von 1 bis 0,7, egal ob wir den Lockdown haben oder womöglich auch nicht haben. Näheres dazu kann Ihnen Professor Homburg aus Leipzig sehr gut dazu erklären. Diese Daten stammen aus dem Robert-Koch-Institut selbst. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sowohl Professor Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Institutes, als auch Professor Drosten von der Charité und auch Angela Merkel mit ihrem politischen Stab davon gewusst haben müssen, bevor sie den Lockdown entschlossen haben. Mir als Allgemeinmedizinerin würde offen gestanden auch eher eine hohe Sterberate von jungen und gesunden Menschen eine große Angst einjagen. Etwas, was wir in diesem Falle nicht vorliegen haben, glücklicherweise. Die Reproduktionsrate oder auch die Infektiosität finde ich persönlich eher sekundär. Wir haben bei anderen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel bei der Magen-Darm-Grippe, hier in unserem Dorf und in vielen anderen Städten weltweit genauso, einen Anstieg an solchen Magen-Darm-Infektionen. Es geht den Leuten richtig schlecht und dann geht die Infektiosität wieder runter, ohne irgendeine Maßnahme unternommen zu haben. Ich als so gesehen ehemalige Wissenschaftlerin habe auch den Anspruch, dass alle Aussagen, die man tätigt, durch entsprechende Studien oder Versuche oder Literaturhinweise bestätigt werden können. Das, was in unserer Politik heutzutage häufiger passiert, ist, dass Vermutungen zum Besten gegeben werden und damit sehr, sehr viele Leute in große Paniksituationen versetzen. Wenn also Leute versterben und die Politiker diese Sterbefälle in die Sterberate von Corona mit einfließen lassen wollen, dann sollten diese zunächst vorher durch eine Obduktion auch tatsächlich bestätigt werden und nicht reine Mutmaßungen dazu führen, dass Daten und Zahlen möglicherweise verfälscht werden. Es sollte also eine Sicherung der Todesursache vorher stattfinden. Beispielsweise in Italien ist es ja zu sehr vielen Toten gekommen. Und diese Zahlen haben uns alle anfangs in große Unruhe versetzt. Man muss allerdings jetzt nachträglich dazu sagen, dass in Italien das Durchschnittsalter dieser Verstorbenen sehr hoch gelegen hat, über 80 Jahre, und dass diese Patienten auch an gravierenden weiteren Erkrankungen gelitten haben, an kardiovaskulären Erkrankungen oder auch an Krebs oder Diabetes. Somit ist eine grundlegende Aussage zu dem Verlauf hier in Deutschland eigentlich nicht abzuleiten. Coronaviren können natürlich auch ein Triggerfaktor sein und es kann zur Corona-Infektion weitere Triggerfaktoren geben, wie zum Beispiel eine hohe Feinstaubbelastung, was möglicherweise in New York die Ursache dafür gewesen ist, dass mehr Menschen als beispielsweise in Wyoming zu Tode gekommen sind, weil Feinstaubbelastung natürlich das Atemwegssystem mit beeinträchtigt und auch Stress ein negativer Triggerfaktor ist, der sicherlich in New York höher ist als auf dem Land mit mehr Ruhe und besserer Luft. Nun zu den Viren. Viren sind keine Lebewesen im eigentlichen Sinne. Viren können nur in lebendigen Zellen anderer Organismen überleben. Sie müssen also in die Zelle möglichst schnell reinkommen. Das bedeutet, an Oberflächen, wie Professor Spaech untersucht hat, können diese Viren nicht überleben. Man kann sie zwar mittels Abstrich noch nachweisen. Man weiß die sogenannte RNA, das sind Virusbestandteile, zentrale Virusbestandteile. Die kann man nachweisen. Aber diese RNA ist nicht mehr vermehrungsfähig. Diese Viren können sich nicht mehr reproduzieren und dementsprechend auch keinen mehr anstecken. Ganz anders sieht das aus bei Bakterien. Bakterien können durchaus an Oberflächen überleben. Deswegen bin auch ich ein Freund vom Händewaschen, beispielsweise nachdem man auf der Toilette gewesen ist. Ich bin allerdings aufgrund von Corona-Pandemien nicht der Verfechter davon,
draußen nur noch mit Gummihandschuhen rumzurennen. Das ständige Tragen von Gummihandschuhen kann die Haut feucht machen. Wir Mediziner sagen, die Haut mazeriert. Diese feuchte Haut ist dann weniger abwehrkräftig. Sie kann durch ständiges Desinfizieren mit den falschen Desinfektionsmitteln auch rissig werden. Man kann Ekzeme entwickeln, Allergien entwickeln. Und kaputte, ungesunde Haut ist wesentlich anfälliger gegenüber Infektionen als gesunde Haut. Da insgesamt immer noch sehr viel Verwirrung herrscht, die Viren dringen auch nicht durch die Haut in den Körper ein, sondern das Ganze ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, man atmet die Viren ein. Das lässt sich allerdings nicht durch das Tragen einer ganz normalen Mund-Nasen-Schutzmaske verhindern. Das verhindert nur eine Gruppe an speziellen Masken. Man nennt sie FFP2 oder FFP3-Masken. Die würden das Eindringen der Viren über Tröpfcheninfektionen verhindern. Sie verhindern allerdings nicht das Anstecken von anderen Erkrankungen, weil die Ausatemluft ungefiltert durch ein kleines Loch aus dieser Maske wieder rauskommt. Man muss sich also entscheiden, aus welchem Grunde man, wenn überhaupt, eine Maske tragen wollte. Das pauschale Maskentragen, nur weil es von der Politik so gewollt ist, ist aus medizinischem Sinn, aus medizinischer Sichtweise nicht sinnvoll. Im Gegenteil, die Masken verrutschen, die Brille beschlägt, man muss das ständig justieren, man fasst also mit den bakterienbeladenen Händen ständig an die feuchte Maske heran. Die feuchte, also durch die Atemluft angefeuchtete Maske, ist wiederum eine sehr gute Grundlage für Bakterien, sich dort ganz wohl zu fühlen und durchaus zu vermehren. Die Begriffe, die alle durch Coronaviren in die Medien gelangt sind, sind natürlich für Nichtmediziner ganz schreckliche Worte. Überhaupt etwas wie Sterberate oder Pandemie, das hört sich alles immer grundsätzlich sehr unschön und auch sehr gefährlich an. Tumor zum Beispiel ist auch immer ein ganz schreckliches Wort. Im Lateinischen bedeutet Tumor nichts weiter als Schwellung. Wenn ich mich also fest gestoßen habe, dann habe ich hier eine Schwellung und somit einen Tumor. Wenn ich der Nachbarin sage, oh, du hast aber einen Tumor am Ellenbogen, dann fällt diese fast in Ohnmacht. Das sind also Begriffe, von denen Sie sich nicht psychologisch missleiten lassen sollten. Sterberate bezieht sich natürlich auf verstorbene Leute. Und glauben Sie mir, mir tut es leid um jeden einzelnen Menschen, der verstirbt. Insbesondere bei meinen Patienten fühle ich grundsätzlich mit, wenn es jemandem sehr schlecht geht oder wenn jemand verstirbt. Keiner von uns möchte das. Schlimmerweise können wir allerdings Tote durch Infektionskrankheiten nicht verhindern. Es war die ganzen letzten Jahre so oder auch Jahrzehnte so, dass insbesondere in der Winterhalbjahreszeit mehr Leute verstorben sind als in der Sommerhalbjahreszeit. Und es ist auch immer wieder so, dass es durch spezielle Infektionskrankheiten zu einer sogenannten Übersterblichkeit kommt. Das ist so und das will ich hier auch überhaupt gar nicht leugnen. Nur wenn man jetzt die Verhältnismäßigkeit sieht von dem, was Corona bis jetzt hier angerichtet hat und was wir in den vergangenen Jahren durchgemacht haben, dann erschließt sich mir persönlich daraus nicht diese dramatische Aktion, die von Seiten unserer Politik jetzt gerade beschrieben wird, dass ein Mensch nicht alleine auf einer Parkbank sitzen darf, dass er nicht in seine Zweitwohnung ziehen darf und sich dort erholen kann, dass er kein Cabrio fahren darf oder kein Motorrad fahren darf. Es sind schon drastische Einschränkungen vorgenommen worden, die sich medizinisch, wissenschaftlich wirklich überhaupt gar nicht begründen lassen. Um unsere persönlichen Daten hier aus unserer Praxis einmal darzulegen, ich musste nämlich wirklich mich genau erkundigen, bevor ich hier loslege, weil ich selber nicht einen einzigen Corona-Patienten erlebt habe. Ich habe gestern mit dem Labor gesprochen, habe mir die Statistik senden lassen. Und es ist tatsächlich so, dass tatsächlich mein Praxispartner von den über 2000 Patienten, die wir hier im letzten Quartal behandelt haben, 2 positive Patienten hat. Der eine ist wirklich nur zufällig getestet worden, weil er vorher im Skiurlaub war und sein Arbeitgeber ihn nicht arbeiten lassen wollte, ohne dass er den Test macht. Der hatte überhaupt gar keine Symptome.
Und der zweite hatte leichten Schnupfen und ganz wenig Husten für kurze Zeit, so wenig, dass er offensichtlich nicht mal näher untersucht werden musste und auch nicht ein zweites Mal kommen musste. Der hatte seine Quarantänezeit abgesessen und es ging ihm wieder gut. Das ist, wie gesagt, unsere persönliche Statistik, die mich unter anderem auch bewogen hat, dieses Video zu drehen. Ich habe mich vorher noch in unserem Krankenhaus in unserer Nähe erkundigt und habe dort, wie auch von vielen anderen Kollegen, die ich habe, die gleiche Botschaft bekommen. Unsere Praxen oder unsere Krankenhäuser sind leer. Wir haben keine oder kaum schwerwiegende Verläufe und kaum junge Leute, die aus dem Nichts erkranken und versterben. Das tut natürlich allen leid, ich kann das nur noch mal wiederholen. Das ist nichts, was wir Mediziner befürworten und, oder wollen oder wegstecken. Wir merken nur, dass das, was jetzt sekundär passiert, die Patienten offensichtlich viel härter trifft. Ich habe Patienten in den Seniorenheimen, die sind dort eingesperrt. Das sind Leute, die sind verstorben und hatten in den letzten Wochen fast keinen Kontakt mehr zu ihren Familien oder auch nicht zu ihren Enkelkindern. Wir hatten Leute, die sind verstorben, da haben die Angehörigen noch Ärger bekommen, wenn sie die Hand des Sterbenden gehalten haben, weil es ohne Schutzhandschuh war. Ich habe frisch operierte Leute mit Hüftgelenksoperationen, die bekommen keine Krankengymnastik mehr. Die werden nie wieder richtig laufen können, wenn sie nicht in der Anfangsphase entsprechend durchbewegt werden. Und ich habe natürlich auch viele Freunde und Bekannte, denen es wirtschaftlich gravierend schlecht geht. Und das war einer der Gründe, weswegen ich ein wenig zerrissen bin. Ein zerrissen um die Sorge meiner Patienten, aber auch um die Sorge, was passiert aus allen anderen, wenn wir nicht bald eine Entscheidung fällen und den ganz normalen Alltag wieder einkehren lassen. Was nun die Konsequenzen für den Alltag angeht, so finde ich, dass Professor Bakdi, ein Experte, der ehemalige Leiter der Johannes Gutenberg Universität, mehr Gehör bei der Politik und auch in den Medien finden sollte. Er erklärt wirklich sehr gut und sehr ausführlich, warum wir möglichst schnell in einen ganz normalen Alltag zurückfinden sollten. Für die Patienten, die nach wie vor Angst haben, berechtigt, weil sie sind jetzt über Wochen beschossen worden mit schlimmen Nachrichten. Für die Leute, die wirklich Angst haben, ist wahrscheinlich eine Quarantänesituation die richtige Situation. Aber für alle anderen, die sich insbesondere auch um ihre eigene Gesundheit sorgen, ist der Rückkehr in die Normalität mit Sport, Sportvereinen, nettem Zusammentreffen, sozialen Kontakten in meinen persönlichen Augen sehr wichtig. Diese Paniksituation, diese Angstsituation stellt einen Stressfaktor für den Körper her. Und Stress kann sich sehr ungünstig auf unser Herz-Kreislauf-System auswirken. Es kann langfristig zu Erkrankungen führen. Wie wir auch in der Statistik nochmal sehen, die ich für einen Psychologenvortrag verwendet hatte, man sieht, dass diese Übersterblichkeit beispielsweise am 24.12. zu finden ist, also Weihnachten, auch Silvester und fast lustigerweise, obwohl es fast ironisch anmutet, auch zu Zeiten der entsprechenden deutschen Spiele während der Fußball-Weltmeisterschaft. Leute haben sich so sehr aufgeregt, dass sie tatsächlich darüber hinaus verstorben sind, so viele, dass es in der Weltstatistik zu spüren ist. Drum, meine lieben Mitmenschen, liebe Patientinnen und Patienten, ich hoffe, dass Sie in irgendeiner Form auch dazu beitragen können, dass die Politik merkt, dass Ihnen der normale Alltag, Ihre Gesundheit, Ihr soziales Leben und vor allen Dingen auch Ihre Freiheit wichtig ist und dass Sie so schnell wie möglich in Ihren Alltag zurück können.